Die dritte Grundlage ist die Kommunikation. Kommunikation ist ein immens wichtiges Thema unter Menschen. Und es gibt zwei große Kommunikationsforscher, die uns hier hilfreiche Modelle vorgelegt haben. Der eine ist Watzlawick, auf den wir uns hier beziehen. Der andere ist Schulz vom Thun, T-H-U-N, Schulz vom Thun, T-H-U-N. Das ist der zweite. Das Watzlawick-Modell ist ein bisschen einfacher. Watzlawick geht von mindestens zwei Kommunikationsebenen aus. Schulz vom Thun widerspricht dem überhaupt nicht, aber er spricht von vier Ebenen. Und in dem Zusammenhang nennt man das auch das Vier-Ohren-Modell. Ja, also statt vier Ebenen spricht man ja auch von vier Ohren. Ich möchte beide Modelle kurz erklären. Bleiben wir zunächst mal bei dem einfachen. Schulz vom Thun ist sozusagen noch eine Ergänzung um zwei weitere Ebenen. Also, was hat Watzlawick gesagt? Watzlawick hat gesagt, Kommunikation findet auf mindestens zwei Ebenen statt. Der Inhaltsebene, man kann sie auch Sachebene nennen, und der Beziehungsebene, wobei letztere, erstere dominiert. Das ist der entscheidende Satz. Beziehungsebene dominiert Sachebene. Beziehungsebene dominiert die Inhaltsebene. Kommunikation findet auf mindestens zwei Ebenen statt, wobei die Beziehungsebene die Inhaltsebene dominiert. Das ist der Schlüsselsatz von Watzlawick. So, jetzt müssen wir verstehen, was das ist. Was ist die Beziehungsebene? Die Beziehungsebene ist die Frage, wie stehen wir als Menschen zueinander? Unsere Beziehung zueinander. Und die Inhalts- oder Sachebene ist halt, naja, der sachliche Kern der Information, das, um was es geht. Viele, viele tausend Dinge sind hier möglich, die man sachlich kommunizieren möchte oder gar muss. Das heißt, auf der Inhaltsebene sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auf der Beziehungsebene im Grunde nur vier Konstellationen. Wie stehen wir als Menschen zueinander? Und als Menschen zueinander stehen, lässt sich reduzieren auf vier Konstellationen. Ich bin okay, du bist okay. Erste Konstellation. Ich bin okay, du bist okay. Das heißt, als Menschen respektieren wir uns gegenseitig. Ich bin okay als Mensch. Ich fühle mich in meiner Haut wohl. Und du bist okay als Mensch, ich respektiere dich, finde ich in Ordnung. Beziehungsebene, nicht Inhaltsebene. Ja? Beziehungsebene. Ja? Sie brauchen jetzt nicht auf die anderen zugehen, hör mal, was ich dir immer mal sagen wollte, ich bin okay, du bist okay. Nee, 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 das sind die unterschwelligen Signale. Ja? Beziehungsebene ist unterschwellig und das Unterschwellige ist das Entscheidende, wie beim Eisberg. Ja, das Wesentliche ist unter Wasser. Das sind also die unterschwelligen Signale. Ich bin okay, du bist okay. Ist die Wertschätzung, die rüberkommt, ist der Respekt, der rüberkommt. Zweite Konstellation. Ich bin okay, du bist nicht okay. Ich bin okay, du bist nicht okay. Auch wieder. Nicht auf der Sachebene kommuniziert, sondern unterschwellig rübergebracht. Ich bin okay, du bist nicht okay. Äußert sich zum Beispiel in sprachlichen Signalen und diese sprachlichen Signale sind auch körpersprachliche Signale. Ja, der eine redet und der andere guckt weg, guckt den anderen nicht an, ja, schaut woanders hin. Oder diese kleinen verbalen Spitzen. Du bringst nie den Müll runter. Du machst immer das. Ja, du machst nie und du machst immer. Ja, kannst du nicht einmal? Ich bin okay, du bist nicht okay. Bitte? Und wie du wieder aussiehst, genau. Und wie du wieder aussiehst. Geh doch zu dem Onkel, der hat eine Festanstellung. Ne? Genau. Und wie du wieder rumläufst, kannst du dir nicht mal die Haare richtig machen. Ne? So, ja.
Das ist eine klassische Kommunikation, Kommunikation Eltern oder Mutter-Kind. Viel in einer Ehe natürlich, da besonders. Da besonders. Ja? Ich bin okay, du bist nicht okay. Was passiert bei dem anderen? Der andere fühlt sich als Mensch attackiert, schüttet Stresshormone aus und je nach Machtkonstellation kommt es zum Konflikt oder aber zu Ausweichstrategien. Das heißt, wenn Chefs kommunizieren, ich bin okay, du bist nicht okay, dann kann der Mitarbeiter jetzt nicht danach das tun, wonach ihm körperlich ist, nämlich ihm anders aufs Maul hauen. Ja, der muss das jetzt irgendwie durch eine Ersatzhandlung kompensieren. Der geht jetzt raus, trifft auf dem Gang jemanden, wo er wiederum der Vorgesetzte ist und ja, der war dann zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, der wiederum hat jetzt keinen mehr unter sich, der geht nach Hause, macht seine Frau erstmal fertig und die Frau macht den Sohn fertig und der Sohn tritt den Hund oder sowas. Ja? Das kann passieren, weil ich bin okay, du bist nicht okay. Dritte Konstellation, ich bin nicht okay, du bist okay. Dritte Konstellation, ich bin nicht okay, du bist okay. Und vierte Konstellation, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. So, was wir brauchen, und zwar immer brauchen, bei jeder Art der Kommunikation, weil wir sonst in andere Bereiche abdriften, in die wir überhaupt nicht wollen, weil wir sonst diese Mechanismen haben, diese Ausschüttung der Stresshormone, diese Ausschüttung der Kampfhormone, wir brauchen immer die Konstellation, ich bin okay, du bist okay. Sonst funktioniert Kommunikation nicht, beziehungsweise sie funktioniert anders, als wir das uns wünschen. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.